So, Sonne ist jetzt ziemlich weit hochgegangen. It's an edible. Papier. Thank you, man. Na, was schmeckt? Wildberries. Berries. White berries. Schmeckt gut. The violet ones. Yeah. Tastes good. An edible. Tastes like blueberries. Tastes good. Schmecken wie Blaubeeren. Ja. Wildbeeren. Die Jungs wissen, was man essen kann. So, 2251 Meter. Und das ist Viertel nach sechs. Kurz vor Mittag. Is your bottle of still half? Which one? Gatorade? Yeah. Still? Is half Gatorade inside? Bis halb zwölf sollte man ganz oben sein. Bis zum Mittag hieß es, ja, mal schauen. Wenn wir es schaffen. Wenn wir es schaffen. Also ist nicht, es ist machbar. Man muss halt immer ein paar Pausen machen. Ja, aber Pausen geht. Ja, wir sind jetzt keine Trainierten, wir haben trainiert dafür jetzt. Nicht wirklich. Und das geht schon. Nicht wirklich, ne. Ah, das ist machbar. Aber bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft. Ja, wir müssen ja auch noch runterkommen. Auch. Ja. Zwischen ein bisschen Klettern. Wir reden schon wieder zu. Ja. Zwischen Klettern und so Trails machen. Ist schon was anderes. Ist ein Riesenunterschied. Aber ja. Das ist eine mega Aussicht hier. Mega gut. Schade, dass die GoPro bei Dunkelheit so schlecht ist, sonst hätte ich mehr aufgenommen. Weil mit der Kamera ist ein bisschen schwierig klettern und aufnehmen mit der großen Kamera. Das ist kacke. Naja, es ist was es ist. Ich denke ja hier klettern. Ja. So, und später geht's da ganz hoch noch. Die anderen sammeln Bären. Ja, schon noch ein Stückchen nach oben. He? Ja. Du brauchst bloß auf dem Altimeter schauen. Ja, ja, also Altimeter sagt 2250 Metern und also, 3000 sollte man auf der Uhr stehen haben. Ja. Überall sieht man es noch rausrauchen. Vorne vor allem. Weil der Vulkan hier halt noch tief ist. Power! Power! Mach du den Breakfast! So, jetzt geht's weiter hoch zum Gipfel. Scheiße. Na gut, steinig der Dreck. Jetzt noch mal höher. Leck mich am Arsch. Aber die Aussicht ist so genial. Wahnsinn. Da muss man wohl beißen. Immer mal zwischendurch eine kleine Pause machen. Ich sehe bestimmt was wie so ein Hansi. Aber egal. Hauptsache die Mütze schützt vor Sonne. Was mir auch oft sieht, sind so Beeren. Sehen aus wie so Blaubeeren. Die kann man auch essen. Hier, also schmecken wie Blaubeeren, sind auch essbar laut Guide. Und die Leute hier sammeln das ziemlich oft ein als Zwischendurchsnack. 700 Meter haben wir noch vor uns. Ja, wird langsam. Stück für Stück. Überall ist dieser Schwefelgeruch, aber ist klar, weil der Mount Apo aktiv ist, haut es überall einen Schwefelgeruch raus. Hallo! Und hallo! Schau ihn!
Ah, das sammelt einer ziemlich fleißig. Wild Berries. Und es geht weiter hier hoch. Schau ihn down. Da rechts rüber. Man muss halt echt schauen, jeder Schritt ist übel. Einfach nur langsam, langsam und schauen, wo man hintretet. Ja. Alles steinig. Man sieht auch hier oben immer so Fahnen, damit man weiß, wo der Trail, also wo der Weg entlang geht. Und die Fahne ist genau hier auf dem kleinen Hügel, also bin ich, glaube ich, richtig. Denke ich. So. Halt die Spitze. Immer wieder zwischendurch ausruhen, es ist echt anstrengend. Vor allem muss man immer schauen, wo man hin läuft, weil überall sind diese Löcher und die Steine und Felsen sind noch ziemlich locker manchmal. Es sind zwar hier immer die Wege markiert, aber trotzdem muss man schauen. Nicht so einfach. Aber wird schon langsam, langsam. Wir sind jetzt auf 2410 Meter. 500 noch sowas. Und dann hoffentlich sind wir dann oben. Gabrock E-Camp. Noch 2,71 Kilometer bevor Mount Apo Summit Stopover Station. Auf geht's. Da sieht man's, wie Schwefel da rausdrückt. Und natürlich geht's bis da hoch. Man sieht hier wirklich, wie steinig das ist. Ja. Das ist auch extrem drückend. Was geht ab? Eine Stunde noch ungefähr sind wir oben. Mega anstrengend. Aber einfach nur beißen und weiter. Geht schon. Ich versuche mal ein bisschen mehr zu vloggen, aber es ist echt schwierig zwischen dem Geröll und so immer zu vloggen. Und die Höhe macht es auch nicht gerade leichter. Aber ja, die ganze Zeit nur am Meckern. Da muss man durch. So. Mount Apo. 2,6 haben wir jetzt, 2,612. Wahnsinnsaussicht, die Formationen hier. Einer von unserer Gruppe hat machen müssen, haben sie zurückbringen müssen. Es war eine Frau, die konnte nicht mehr, irgendwie die Herzprobleme oder sowas. Ja, es ist nicht einfach, vor allem die Hitze noch, die Höhe, die Luft und der Anstieg, wenn man es nicht gewohnt ist, haut gut rein. Und wie gesagt, ich will ja so oft wie möglich vloggen, aber es ist so anstrengend. Klettern und dazu noch aufnehmen, aber macht es schon.
ich die GoPro hier oben kleinhandlich und ein Akku hat mir einen Tag jetzt gereicht. Das ist der zweite Akku, zweiter Tag. Ja, drei Tage sind wir eigentlich so unterwegs. Also ich habe die Powerbank auch noch dabei. Also es sollte leicht erreichen. Aber wie gesagt, kleinhandlich, Qualität ist top. Nur halt bei Dunkelheit lässt es ein bisschen nach. Aber ansonsten GoPro, super. Ist die GoPro 7 Black Edition. Falls jemand fragt, was für eine Kamera das ist. Kilometer bevor Mount Apo White Sand